Mir ist es als Schirmherrin und als Gesundheitsministerin wirklich eine ganz besondere Freude, heute hier mit Ihnen den 6. Templiner Gesundheitstag zu eröffnen und auch persönlich ein paar Worte an Sie richten zu können. Es ist wirklich sehr zu begrüßen, dass sich einmal im Jahr zahlreiche örtliche Gesundheitsanbieter, Unternehmer, soziale Einrichtungen und Vereine hier zusammentun, um Ihnen ihre zahlreichen Angebote zu präsentieren. Wir sind heute hier beim 6. Templiner Gesundheitstag und dem 2. im Landsitzhotel. Wir haben über 35 Aussteller, sehr, sehr viele Besucher und 5 Vorträge. Vorhin sind schon die Inclufit Diamonds aufgetreten und jetzt werden viele Gespräche geführt, Kontakte geknüpft und die Templiner Gesundheitswirtschaft verbindet sich miteinander. Mein Name ist Sandra Elsner von der BKK VBU und wir sind heute hier, um zum Thema gesunde Ernährung zu beraten. Wir nehmen aber die Besucher und Besucherinnen auch mit auf eine kurze Reise in Richtung Thailand innerhalb von 3 Minuten, Thailand und zurück. Und ja, beraten natürlich auch zu unseren Zusatzleistungen, die für alle Altersgruppen hervorragend sind. Und wir beraten bei allen Themen rund um Pflege und Gesundheit natürlich auch. Das fängt an beim Pflegeantrag, beim Schwerbehindertenantrag, geht weiter über Hilfe zur Pflege. Und wir stellen nicht nur die Anträge mit Ihnen zusammen, sondern wir begleiten Sie auch auf dem Weg, bis es wirklich so ist, dass die Versorgung zu Hause gut läuft und Sie gut vernetzt sind. Florian Schulz ist mein Name, ich bin Direktor am Sahner Krankenhaus Templin. Wir sind ein Grund- und Regelversorgungskrankenhaus mit knapp 100 Betten, mit den Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Geriatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe und einer Intensivstation mit Rettungsstelle. Das Netzwerk Gesunde Kinder ist ein Angebot vom Land Brandenburg für Kinder im Alter von 0 bis 3. Wir sind seit 2009 hier am Standort Templin am Start, also schon ziemlich viele Jahre. Und ja, wir haben so viele, viele Angebote wie Eltern-Kind-Gruppen, Schwangeren-Treffs. Wir machen ganz viele Aktionen, Kinder-Baby-Fotoshooting. Ja, wir, die Küche vom Landsitz, möchten eine Grillvariante vorstellen. Fleischarm, viel Gemüse, schnell zubereitet, ohne Komplikationen. Und nicht nur die Bratwurst, sondern auch, und kein Steak, sondern auch, wie wir hier sehen, frische Kräuter. Alles schnell zu Hause hergestellt. Und vielleicht mal eine Abwechslung auf den Grillteller. Templin, Seniorenlandsitz bzw. Landsitzensemble freut sich heute ganz besonders, das Thema Gesundheit als Trumpfkarte spielen zu können. Und wir freuen uns über alle Besucher und die Verbindung zu den Anbietern.